Da hinten ist halt eine hohe Konzentration. Ja, da müssen sie mal dahin fahren, mein Gott. Was heißt denn Müllberg? Sieht man das eigentlich? Nee, ne? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2. Meine lieben Freunde, an dieser Stelle gibt es eine sehr gute Nachricht. Auch eine bisschen weniger gute Nachricht, aber die gute Nachricht zuerst. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, die Abstürze in den Griff zu kriegen. Die schlechte Nachricht ist, wir können das Spiel nur in sehr, sehr minimalen Detailstufen laufen lassen. Ich habe euch das bestimmt auch schon in einem vorherigen Video nochmal genauer erklärt, weil ich werde das wahrscheinlich noch einschieben, weil sonst, wenn ihr auf dieses Video warten müsstet, würde es wahrscheinlich zu lange dauern. Und wie es immer so ist, weil das jetzt ein bisschen auch mit Vorlauf aufgenommen ist, also weil ich schon ein paar Folgen auf Tasche habe, die noch kommen, zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video bringe, ich muss es schon wieder sagen, es besteht jederzeit theoretisch die Möglichkeit, dass ein Hotfix rauskommt für City Skylines 2, der wieder dazu führt, dass die Situation eine ganz andere ist als die, die ich gerade bespreche. Muss man immer mit berücksichtigen. Aber ich habe jetzt den Fix für mich gefunden, der dazu führt, dass das Spiel nicht mehr crasht. Ganz wichtig, es geht hier jetzt nicht um den Fix, den Beam genannt hat. Es gibt ein paar Hinweise, die Beam genannt hat. Es gab auch PC Games Hardware, haben ein paar Hinweise genannt und noch diverse andere YouTuber und so. Das hat bei mir alles nicht geholfen, kann ich an der Stelle gleich mal sagen. Das hat nicht dazu geführt, dass ich keine Crashes mehr habe. Ich hatte trotzdem noch Crashes, auch mit diesen Änderungen. Gleich ganz wichtiger Hinweis. Wenn ihr auch das Problem habt, dass ihr Crashes habt, die ihr nicht mit den bekannten Fixes beheben könnt, dann empfehle ich an der Stelle noch einmal, die FPS zu limitieren. Und zwar über den NVIDIA-Systemsteuerungseinstellungen. NVIDIA-Systemsteuerung. Das sind quasi die Steuerungsmöglichkeiten der Grafikeinstellungen über eure Grafikkartentreiber. Wenn ihr eine NVIDIA-Karte habt. Ich weiß nicht, wie es bei AMD ist, muss ich dazu sagen. Ja, bei AMD kenne ich mich jetzt nicht aus. Die werden wahrscheinlich was Ähnliches haben. Bei NVIDIA ist es die NVIDIA-Systemsteuerung. Da müsst ihr reingehen. Ihr müsst bei 3D-Einstellungen verwalten auf den Reiter gehen, auf dieses blaue Schriftdings. Links ist das in dieser Leiste. Da müsst ihr da drauf drücken. Dann kommt eine Auswahl zwischen globalen Einstellungen und Programmeinstellungen. Ihr müsst den Reiter Programmeinstellungen auswählen und dort dann City Skylines 2 auswählen. Und dann führt City Skylines 2 die Bildwiederholrate erstmal einstellen, dass das begrenzt wird, weil normalerweise wird das nämlich nicht gemacht. Und dann müsst ihr dort, also ich habe 30 FPS eingestellt. Ich habe es auf 30 FPS limitiert. Und das ist das Einzige, was bei mir dazu geführt hat, dass meine Grafikkartenauslastung von 90-100% runtergeht auf unter 70. Jetzt teilweise sogar 50-60% in dieser großen Map, die ich hier habe. Das war vorher, egal was ich eingestellt habe, selbst der Tipp vom Beam, selbst das hat bei mir nicht dazu geführt, dass meine Grafikauslastung runtergeht. Im Gegenteil. Es ist sogar so schlimm, dass ich die Detailentfernung, das alles, das musste ich alles ausschalten, trotzdem noch zusätzlich, weil wenn ich das jetzt hier erhöhen würde, die Detailentfernung, selbst wenn ich das nur um 15-20% erhöhen würde, wäre ich sofort wieder bei über 90% Auslastung bei meiner GPU. Also das hier, das ist ja die Beam-Einstellung, das macht bei mir keinen Unterschied. Crossfade, das ist alles egal. Das sind alles nur die Art und Weisen, wie das Spiel Geometrie-Detailstufen erhöht und absenkt. Das macht bei mir überhaupt keinen Unterschied. Das spielt überhaupt keine Rolle. Bei mir ist auch die Performance ja eigentlich nicht das Problem. Bei mir sind ja die Stabilitätsprobleme ein Problem. Das ist Absturz. Und das hat bei mir dazu geführt, dass meine Grafikkarte halt nicht mehr, also dieses Limitieren über den Grafiktreiber hat dazu geführt, dass meine Auslastung nicht mehr bei nahe 100 ist. Und das war nämlich das, was bei mir Instabilitäten ausgelöst hat. Und sobald das jetzt drunter ist, geht es. Das führt jetzt natürlich dazu, dass das Spiel jetzt nicht wahnsinnig gut aussieht, weil ich habe auch volumetrische Wolken ausgemacht. Ich habe auch die Wasserqualität komplett deaktiviert, irgendwie dieses Rendering. Ich habe die Reflexion ausgeschaltet. Man muss allerdings auch dazu sagen, 90% dieser Grafikeinstellungen führen nicht dazu, dass das Spiel besser aussieht, signifikant, sondern führen einfach nur dazu, dass es im Fotomodus besser aussieht, wenn man näher ranzoomt. Weil da sieht man nämlich erstmal die Reflexionen. Da sieht man die hohen Detailstufen bei den Modellen. Auch wenn man sich durch die Stadt bewegt. Da sieht man die Schatten und die Ambient Occlusion Feinheiten. Da sieht man diese ganzen Dinge.
Ja, und jetzt muss man aber auch sagen, wenn ich jetzt hier so durchschwenke, sieht es halt nur schon nicht gut aus, wenn ich so nah dran bin. Aber mal so eine Gegenfrage, wann bin ich denn in einem Stadtaufbauspiel schon so nah dran? Ja, okay, wenn ich Fotos von meiner Stadt machen will, ja, dann bin ich so nah dran. Ansonsten bin ich ja eigentlich immer eher hier so. Also 90% der Spielzeit bewege ich mich in dieser Ansicht. So, und dann frage ich mich dann auch, das Spiel hat standardmäßig Einstellungen, wenn du das installierst das erste Mal, die komplett auf den Fotomodus optimiert sind. Und selbst das haben sie nicht hingekriegt, weil die Anti-Aliasing- und Schatteneinstellungen sind teilweise falsch. Die führen dazu, dass die Schatten unpräzise sind. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe einfach Einstellungen für präzise Schattenabfrage, damit die Schatten gut aussehen. Und habe halt, ja, das, was halt ging, eingestellt. Das sind halt hohe Schattenqualität und, ja, und eine halbwegs adäquate Detailstufe, aber ja, wenn man halt nah dran ist, wenn man halt so ein bisschen von hier guckt, dass es halt von den Texturen ja nicht zu verwaschen aussieht und dass die nicht so schwarz werden immer. Mehr konnte ich halt nicht machen, tatsächlich. Und wie gesagt, wenn ihr Probleme mit Abstürzen habt, versucht einfach mal, spaßenshalber, also auch wenn ihr Abstürze und vor allem, wenn ihr Bluescreens mit dem Spiel bekommt oder wenn ihr generell Systemcrashes habt, das ist vor allem der Punkt auch, weil das hatte ich ja auch noch zusätzlich on top zu den Crashes im Game. Es gibt durchaus auch noch Crashes im Spiel, die daher kommen können, dass man einfach was baut. Das, glaube ich, wird dadurch nicht behoben. Das sind einfach spielinterne Probleme mit dem Code vom Spiel. Aber so Sachen wie Systemfreezes und Crashes und hast du nicht gesehen, das kommt, glaube ich, durch die Grafik. Und wie gesagt, die meisten Grafikeinstellungen wirken sich auch nicht aus. Und ich sag's mal so, die Entwickler sagen ja sogar selber, dass sie von einem Städteaufbauspiel nur 30 FPS erwarten. Das heißt, sie rechnen schon mit einem 30 FPS Limit. Dann frage ich mich auch, warum haben sie das nicht gleich gehardcodet, dass es nur auf 30 FPS läuft? Warum muss ich das dann als Nutzer in meinen Treibereinstellungen fest reinschreiben, dass das so ist? Warum macht man das, wenn man selber bei einem Städteaufbauspiel, Simulationsspiel nicht mit mehr als 30 FPS rechnet? Warum macht man das nicht dann als Entwickler selber so? Verstehe ich auch nicht, keine Ahnung, weil spätestens wenn sie die Konsolenversion machen, müssen sie es sowieso machen. Da müssen sie die FPS limitieren. Insofern, man hätte sich so viele Probleme sparen können, indem man einfach zwei Dinge tut. Einfach standardmäßig die Bildwiederholrate auf maximal 30 setzen, von Entwicklerseite aus. Und die Grafikeinstellungen nicht so machen, dass das auf High-End-Rechnern nur läuft, also dass man alles auf Maximum irgendwie setzt, gefühlt, statt dass man das einfach direkt auf eine mittlere oder niedrigere Stufe stellt, standardmäßig, aber dann wenigstens da Einstellungen wählt, wo es wirklich wichtig ist, nämlich bei Anti-Aliasing und Schattenqualität. Das wäre viel schlauer gewesen, weil da hätte man sich auch 90% der negativen Reviews gespart. Ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach gemacht hat, weil das sind 5 Minuten in einer Textdatei, diese Standardeinstellungen festzulegen, einen Haken dran setzen und fertig. Ja, das kann ein Praktikant machen. Das hätte selbst ich denen machen können. Hätten sie mir vorher die Systemdatei geschickt, hätte ich denen das eingetragen. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also verstehe ich nicht so ganz, ja. Und FPS war ja bei mir eigentlich auch gar nicht das Problem. Wie gesagt, bei mir ist es ja die Stabilität, die dadurch in Frage gestellt war, dass meine Grafikkarte so hoch ausgelastet ist. Für Grafikeinstellungen, die das gar nicht rechtfertigen auch, diese hohen Auslastungen bei der Grafikkarte. Das heißt, ich spare mir jetzt auch noch Energiekosten dadurch, dass ich das mache am Ende des Tages. Und das ist halt auch so ein Punkt, ja. Das sind so schon sehr problematische Sachen. Wie gesagt, ich habe da wahrscheinlich noch ein separates Video dazu gemacht, gehe ich mal schwer von aus. Oder ich schneide das hier als separates Video raus, das kann durchaus auch sein, weil das ist schon irgendwie, ja, ich verstehe das nicht. Wieso macht man nicht einfach so Kleinigkeiten wenigstens? Man muss ja nicht gleich irgendwie einen Hotfix machen direkt am Anfang, der alle Probleme sofort behebt, aber wenigstens die Einstellungen so wählen, dass es bei den meisten Leuten keine Probleme verursacht. Das ist nicht zu viel verlangt, ja. Das ist eine Sache von 5 Minuten vorm Release, würde ich jetzt mal unterstellen. Da musst du keine Programmierkenntnisse haben dafür. Und das ist halt so ein Punkt. Er hat die FPS über die Nvidia-Systemeinstellung auf maximal 30 gesetzt. Ja, genau. Ich habe einfach meine Grafikkartenauslastung dadurch reduziert. Und das führt jetzt dazu, dass keine Abstürze mehr passieren. Und natürlich habe ich auch noch die anderen Sachen gemacht, die auch empfohlen werden. Parallel dazu auch noch. Weil, wie gesagt, es geht bei mir vor allem darum, dass ich diese hohe Grafikkartenauslastung runterkriege. Das ist mein Hauptproblem.
Jetzt werden einige sagen, ja, dann hat das aber bestimmt auch was mit deiner Hardware zu tun. Will ich auch nicht ausschließen, ja. Der Punkt ist aber, warum muss eine Grafikkarte auf 100% laufen, wenn das von der Qualität, die abgebildet wird, nicht gerechtfertigt wird? Das ist mein Punkt. Und ja, ich muss natürlich auch nochmal bei meiner Systemstabilität nochmal gucken. Das sollte eigentlich nicht sein, dass es, wenn es 100% Grafikkartenauslastung hat, so instabil wird. Aber der Punkt ist, das ist ja gar nicht der Punkt. Es geht darum, warum muss das überhaupt auf diesen hohen Leistungsanforderungen laufen, wenn man das überhaupt nicht sehen kann im Spiel, wenn das überhaupt keinen Mehrwert hat für den Nutzer, wenn es einfach nur unnötig auf diesen hohen Belastungsgrenzen läuft. Das ist das, was ich nicht verstehe. Und ja, wie gesagt, ich reg mich da jetzt natürlich auch ein bisschen auf. Oh, wir haben, glaube ich, ein Müllproblem. Ich habe Müllberge, um Gottes Willen. Ich muss mal, glaube ich, mich mal wieder um meine Stadt kümmern. Wie gesagt, ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die mir den Tipp mit dem Limitieren gegeben haben. Ich bedanke mich da, ich glaube, Surolon hat es gesagt, Elaine hat es gesagt im Live-Chat. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal ganz explizit. Wie gesagt, die ganzen anderen Leute, die einfach nur mir gesagt haben, mach das, was Beam gemacht hat. Ja, ich sag's nochmal, das ist schön für Beam, dass es bei dem so schnell behoben werden konnte alles, aber er hatte nicht die gleichen Probleme wie ich. Das waren andere Probleme. Ich habe meine eigenen. Jeder hat so seine eigenen Probleme mit Cities Skylines 2. Aber ist natürlich schön, ich freue mich für alle, die das mit Beams Einstellungen hingekriegt haben bei sich, ja, dass das nicht abstürzt. Ich habe es halt nicht hingekriegt bei mir. Genau, jetzt haben wir es aber und jetzt sieht es halt nicht mehr ganz so gut aus, aber ich sag's mal so, es ist ein steter Aufbauspiel. Ist nicht Call of Duty, ja. Ist auch nicht Battlefield, ist auch nicht Cyberpunk, ist auch nicht hier, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hast du nicht gesehen, die geilste grafische Erfindung seit der Erfindung von grafischen Erfindungen? Weiß ich nicht, brauche ich nicht geile Grafik hier in dem Spiel. So, jetzt haben wir hier eine hohe Überlastung von unserer Überlastung. Wir müssen die Überlastung der Überlastung runterkriegen. Und zwar baue ich jetzt weitere Recycling. Ne, wait, das war eine Müllkippe, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ein Recycling. Recyclingzentrum wollte ich bauen. Hier, Recycling. Recycling? Wenn ihr das hier übrigens feiert, nachdem ich jetzt nochmal so richtig schön ausgerastet bin, dass wir uns Cities Skylines jetzt noch reinziehen können, trotzdem, trotz der Probleme, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreien, wie ihr das hier findet. Dass wir das jetzt alles wieder hingekriegt haben. Und ich muss hier tatsächlich noch von der Stadtgrenze noch ein Feld schreif halten. Sonst können wir hier nichts machen. Lagererweiterung. Warte mal, die machen wir mal hier drüben. Vielleicht so, dass es so ein bisschen, dass wir hier noch so ein Ding dran bauen können. Okay, hier will er das jetzt nicht machen. Alles klar. Machen wir mal hier noch so eine Leistungssteigerung. Dass er mehr Masse verarbeiten kann. Und hier fehlt noch eine Straße, sehe ich gerade. Machen wir da mal noch die Straße. Es ist einfach sehr, sehr wild, ja. Und wir sind gleich in der nächsten Stadtstufe. Nice. Ich dachte erst, es wäre ein Biersymbol. Aber das sind die Müllberge. Wie viele Müllberge haben wir denn? Wir haben hier in der Straße ein Problem. Da hinten haben wir ein Problem. Und da komischerweise direkt neben den Recyclingzentren haben wir direkt auch noch ein Problem. Wie sieht's denn aus mit der Verarbeitungskapazität vom Müll? Müllverarbeitungsstatus 191 Tonnen. Was heißt denn Müllberg? Sieht man das eigentlich? Nee, ne? Das sieht man. Ah gut, bei meinen Grafikeinstellungen sieht man es wahrscheinlich so oder so nicht. Selbst wenn es dargestellt werden würde, würde man es wahrscheinlich nicht sehen. Ein Füllmarmer, Müllfarmer. Ja, ich glaube, wir haben da aber genug eigentlich. Zwei Fahrzeuge. Warum fahren die eigentlich nur mit zwei Fahrzeugen? Sammelt. Die haben doch 10 Fahrzeuge zur Verfügung. Warum fahren die nur mit 2? Gut, der ja ist voll. Der kann ja eh nicht mehr. Der kann ja nichts mehr aufnehmen. Hier drüben war noch eins. Wie sieht's denn da aus? 0 von 10? Ja gut, der ist auch voll. Oder liegt das vielleicht daran, dass wir die Mülldeponie leeren gerade? Das kann daran auch liegen, dass wir die Mülldeponie gerade ausleeren. Vielleicht sollte ich das einfach mal abstellen. Das könnte vielleicht daran liegen, weil das führt ja auch dazu, dass die Kapazität der Recyclinganlagen für die Mülldeponie drauf geht. Du verarbeitest 42 von 190 Tonnen. Verarbeitung 48? Ja, 191, stimmt. Ich verarbeite nicht genug. Vielleicht ist dann doch mal Zeit für eine Müllverbrennungsanlage, wa? Geht wohl doch nicht anders. Ja, hier, komm. Industriemüllverwertung wäre natürlich auch mal was.
Ha, wir sind eine Großstadt. Jawohl. Nice. Gratuliere, du schlägst dich wirklich großartig. Ja, vor allem, wenn man mal überlegt, mit was ich hier schon umgehen musste, technisch, schlage ich mich wirklich ganz ausgezeichnet. Das muss ich jetzt, da muss ich mal wirklich mich selbst beweihräuchern an der Stelle. Müllverarbeitung funktioniert erst ab 35 FPS. Ah, oh Mann, okay, nee, keine Ahnung. Ja, Verbrennung ist die Devise. Eine Füllvermennungsanlage hier. Warte mal, wo bauen wir die denn hin? Warte mal ganz kurz. Wie sieht es denn mit der Straße aus? Wir müssen ja auch schauen, dass der Dampf davon immer schön weggeblasen wird. Das sollten wir dann so hier hinbauen, weil das wird bestimmt nicht geil, wenn man da in der Richtung wohnt, wo das hinbläst. Ja, das finden sie alle. Selbst die Industrie findet das nicht geil, dass da die Müllke. Ach, die braucht einen eigenen Anschluss. Ah ja, stimmt. Es ist ja ein Kraftwerk gleichzeitig. Ja, okay, gut, dann warte. Ist ja eine Verbrennungsanlage, die macht ja Strom. Stimmt. Hey, da haben wir ja noch mehr Strom, den wir exportieren können. Ja, da muss ich erst mal gucken, weil wir müssen es nach hinten legen. Nehmen Sie es nach hinten. Und dann nehmen wir es hier hin. Ich glaube, das muss erst mal eine Weile laufen. Die müssen erst mal ihre Fahrzeuge rausschicken. Was haben wir denn da für Möglichkeiten, das zu verbessern? Ermöglicht die Aufbewahrung wesentlich größerer Mengen von Müll zur Verbrennung. Ja, okay. Müllwagendepot und zusätzlicher Verbrennungsofen. Ja, weißt du was? Gleich noch ein Ofen und gleich noch eine Lagererweiterung daneben direkt. Warum geht denn das nicht? Ach so, weil da jetzt das blöde Kabel da ist. Ah Mann, das Kabel ist wieder im Weg. Weißt du, wie das Kabelmanagement-Spiel wäre. Kabelmanagement ist auch eine Problemursache, gerne mal. Im PC auch, aber bei mir nicht. Mein PC hat ein richtig geiles Kabelmanagement, ich sag's euch. Da ist so viel Freiraum noch in dem PC, ey, da kannst du noch Socken reinstopfen, hast immer noch genug Platz. Was man nicht machen sollte, natürlich, aber man könnte es. Vom Platz her könnte man es. Komm, wir gehen jetzt overboard hier richtig. Wir gehen hier jetzt richtig overboard und eskalieren hier ordentlich jetzt. Soll der Geiz. Gucke mal, das ist die maximale Verschmutzung aller Verschmutzungen, ey. Nicht schlecht. Wo bläst es denn hin? Warte mal, wo bläst es denn hin? Müssen mal gucken, wo er bläst. Ah, das bläst alles nach da drüben. Ja, da kannst du von mir aus richtig hart hinblasen, von mir aus. Nicht schlecht. Ja, ihr könnt mir übrigens auch gerne mal schreiben, wie ihr die Grafikqualität jetzt findet und ob das für euch bei Videos so okay ist. Ob ihr die Wolken vermisst. Vermisst ihr die Wolken? Ich muss ehrlich sagen, ich vermisse die Wolken nicht wirklich. Ich muss auch ehrlich sagen, ich vermisse auch nicht wirklich diese komischen Beleuchtungseinstellungen. Den Nebel vermisse ich auch nicht. Der hat das auch so fahl gemacht, das Bild immer. Dieser Nebel, diese Nebeleinstellung, dass man dann so in der Distanz so einen Dunstschleier hat halt. Das hat das so fahl gemacht. Das sah dann immer so grau aus. Man hat überhaupt keine Farben richtig gesehen, fand ich. Ich musste immer die Sättigung. Dann im Fotomodus, wenn ich meine Thumbnails gemacht habe, auch musste ich mal die Sättigung hochdrehen, damit man überhaupt mal eine Farbe gesehen hat. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich vermisse die Unterwäsche über den normalen Klamotten der Leute. Ja gut, wer weiß, wie das jetzt aussieht, wenn ich da ranzoome. Da werden wir überhaupt noch da was erkennen an den Leuten. Warte mal. Hier haben wir eine volle Kreuzung. Ja, ich muss in Fotomodus, um das richtig sehen zu können. Aber ich glaube, ja, die haben jetzt vernünftig ihre Klamotten an. Sie haben jetzt gelernt, wie sie sich anziehen. Aber guck mal, selbst so sieht das jetzt nicht mal so schlecht aus. Ja, okay, die Texturen von den Autos sind jetzt vielleicht nicht so geil. Und da hinten die Autos sehen jetzt vielleicht auch nicht so prall aus. Ja, okay, das sieht mehr ein bisschen aus wie so Klötzchenautos. Aber ich meine, hey, I don't care. Wichtig ist, dass es nicht crasht. Und ich meine, wann zoome ich schon mal so nah ran, ja? So, meine lieben Freunde, wir brauchen mehr Müllwagen an dieser Stelle. Und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen mit den Müllwagen. Machen jetzt einfach mal. Wir versuchen jetzt einfach mal ein bisschen Platz zu machen und gucken mal, ob wir da jetzt ein Müllwagendepot noch dran kriegen. Ungültige Form, sagt er hier, okay. Das muss er wahrscheinlich direkt da innen drüber. Okay, dann kann ich das nicht erweitern. Na toll. Super. Wir können das Müllverbrennungswerk nicht erweitern mit weiteren Müllwagen. Aber warte mal, müsste dann jetzt nicht eigentlich auch das Recycling, müsste doch dann auch nicht genug Müllwagen haben.
Okay, nee, die sind nicht in Benutzung, weil da die Lager voll sind. Das ist auch bescheuert, dass das Recyclingzentrum irgendwie nur so ein kleines Mülllager hat irgendwie. Verstehe ich überhaupt nicht. Guck mal, die Verbrennungsanlage kann auch 900 Tonnen lagern. Und da sind die Fahrzeuge auch nur am Sammeln gerade. Das ist schon irgendwie verrückt. Wollte nur hilfreich sein. Ja, alles gut. Wie gesagt, ihr seid ja nicht dran schuld. Das Spiel ist schuld. Das muss man halt einfach so sagen. Das Spiel treibt einen halt auf die Palme, ja. Die Entwickler, die das nicht hingekriegt haben, das vernünftig zu optimieren, ja, ist halt leider echt so. Aber naja, gut, es ist halt. Geht die Erweiterung auch auf die andere Seite? Nee, ich glaube, das ist irgendwie, das will er gar nicht anbauen, sondern der will das auf das Gelände direkt bauen, also auf diese Grundfläche von dem Müllverbrennungswerk. Und ich glaube, das muss er dann an der Stelle machen, wo es wahrscheinlich einfach stark verzerrt ist, glaube ich. Deswegen macht er das anscheinend nicht. So sieht es zumindest für mich aus, wenn ich das versuche. Er will ja, er markiert mir ja das ganze Gebäude. Und das heißt normalerweise, dass er das auf das ganze Gebäude setzen will und nicht am Rand, wie diese Lager hier. Aber keine Ahnung, wie gesagt. Müssen wir mal gucken. Vielleicht, ist das noch angeschlossen hier? Ja, oder? Nee, Moment mal. Ich sehe da gar keine Kabel. Oder ist das, sind das jetzt meine Detaileinstellungen? Ja, okay. Das sind meine Detaileinstellungen. Ich wollte gerade sagen, ich sehe überhaupt keine Kabel mehr. Nee, alles gut. Es ist doch beim Bauen abgestürzt. Ja, genau. Es ist beim Bauen abgestürzt. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Also es stürzt immer noch nach wie vor beim Bauen ab. Aber wie gesagt, was jetzt weg ist, sind diese Crashes, die ich habe, wenn es einfach nur von sich ausläuft. Also ohne, dass ich irgendwas mache. Und das mit dem Bauen, das kann halt wirklich einfach vom Code vom Spiel kommen. Weil das haben andere auch und das kriegen die auch, glaube ich, nicht weg. Das muss der Entwickler fixen. Aber das sind, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ja, das sind Dinge, ich meine, da hat der mein PC nichts mit zu tun. Deswegen, diese Crashes sind noch drin. Die sind noch drin und die müssen halt vom Spiel aus gefixt werden. Genau. Naja, wir gucken mal, ne? Wie gesagt, es ist ein bisschen anstrengend momentan. Aber ich glaube, wenn wir mal über diese Phase, oder ich hoffe einfach mal, wenn wir mal über diese Phase hinaus sind, dass es dann auch mal halbwegs passabel funktioniert irgendwann. Wir gucken mal. Solange ich jetzt wenigstens mal so 50 Minuten mal auch mal spielen kann, ja. Wir haben übrigens nicht nur ein Müllproblem in der Stadt momentan, meine lieben Freunde. Wir haben, ihr seht, auch ein Verkehrsproblem. Und wir haben ein Bildungsproblem auch. Unsere Schulen sind alle schon wieder maximal ausgelastet, tatsächlich. Das heißt, wir müssen auch mal wieder Schulen bauen. Also nicht nur Schulen, Grundschulen, sondern alle Schulen. Jetzt ist auch die Sekundarschule ist auch voll ausgelastet, tatsächlich. So, das heißt, Fries? Nee, okay, es war ein Autosave. Manchmal der Autosave, der hat auch einen ganz schönen, so manchmal ja ein schönes Ruckelfest. Wir müssen mal nochmal eine Sekundarschule noch machen. So, da ist jetzt natürlich die Frage. Wir machen die mal vielleicht hier in diesem Quadrat, würde ich sagen. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wie wir auf die andere Seite kommen. Das ist jetzt eigentlich so ein bisschen die Herausforderung hier. Wir müssen irgendwie einen Tunnel auf die andere Seite machen. Wir haben doch hier noch so einen Streifen zur Verfügung, den wir noch gar nicht für irgendwas benutzen. Weil ich muss ja irgendwie hier auch in diesen Bereich rein. Dann würde ich doch mal sagen, dieses Haus hier, was ist das? Ein Wohnhaus. Das machen wir jetzt, das opfern wir jetzt mal. Wir machen mal hier eine Abzweigung, würde ich sagen. Und zwar eine, die durchaus breit sein darf. Und eine, die durchaus eine Einbahnstraße repräsentiert. Würde ich sagen, dass wir das so richtig schön hier mitten rein, die ganze Fläche ausnutzen tatsächlich. Geht das? Guck mal, nee, geht doch, siehst du? Weil dann würde ich das nämlich hier mal als Tunnel machen tatsächlich. Und dann auf der anderen Seite wieder hochkommt dann. Weil dann sparen wir uns hier nämlich irgendwelche Bahnübergänge und so. Und dann müssen wir halt schauen, dass wir da auf einer anderen Seite auch wieder reingehen. Und da würde ich das einfach mal jetzt hier noch reinlotsen. Dass wir hier so einen Bogen haben, dass das einmal rumgeht hier. Jetzt sind die Stützen. Müssen wir es so machen, ein bisschen anschrägen, da geht das schon. Siehst du, und dann haben wir nämlich hier
eine schöne Straße, die dann hier reingeht und dann verteilt sich der Verkehr ja auch noch mal ein bisschen. Und zur Not muss man vielleicht mal überlegen, entweder die Straße hier noch ein bisschen breiter zu machen, eine größere Straße, oder wir machen da direkt eine Einbahnstraße auch irgendwann draus. Müssen wir auch mal gucken. Auf jeden Fall ist das eine gute Option. Ja, und dann können wir jetzt hier Schulen bauen noch mal und vor allem auch dann noch mal Wohnhäuser hier auch in der Gegend. Weil das ist ja hier ein riesiges Feld, was noch gar nicht richtig ausgelastet ist. So, dann speichere ich das jetzt mal. Nicht wahr? Speichern ist nach wie vor immer noch sehr, sehr wichtig. Auch nachdem ich jetzt die meisten Crashes in den Griff gekriegt habe mit dem Limitieren der FPS, meine lieben Freunde. So, dann würde ich sagen, machen wir mal eine höhere Schule, eine Sekundarschule, eine weitere. Genau, mit ein bisschen einem Abstand natürlich. Da freuen sie sich auch gleich alle. Und dann müssen wir natürlich auch noch die Öffis ausbauen. Die sind ja momentan noch nicht wirklich am Start da. Mach gleich mal hier die ganzen Expansionen und vielleicht auch gleich noch mal ein Stadion. Vielleicht ein bisschen Platz zur Bahnstrecke lassen, falls wir da noch eine zweite Bahnlinie mal irgendwann brauchen. Wobei man die auch überirdisch dann legen kann, über die Straße. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Das war wieder ein Autosave. Ich habe ganz kurz Panik gekriegt. Genau, so, dann machen wir hier jetzt auch noch eine Schundkuhle, würde ich sagen. Die machen wir jetzt einfach daneben. Weil da braucht man nämlich auch mehr tatsächlich. Eine Schundkuhle. Warte mal, die können wir eigentlich gegenüber auf. Obwohl, ja, gegenüber ist immer so eine Frage. Aber vielleicht gegenüber auf der anderen Seite, weil dann können wir nämlich hier auch noch Straßen und Häuser einfrickeln. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Also so quasi die Schundkuhle und dann natürlich auch ausbauen. Mit einem Spielplatz, eine Klinik und einen Anbau. Hervorragend. Nice. Genau. Und College brauchen wir bestimmt auch wieder, wa? Wie sieht's denn da eigentlich aus? Naja, das ist immer strange. Das College ist immer chronisch nicht ausgelastet. Also warum auch immer. Auch wenn wir da immer hohe Qualifikationszahlen haben, das College will irgendwie immer nicht. Bei der Uni ist es aber anscheinend ein ähnliches Problem, wie es aussieht. Da ist es genau dasselbe anscheinend. Die Uni ist immer irgendwie chronisch unterausgelastet, obwohl eigentlich genug Leute qualifiziert wären. Ist halt irgendwie so eine Sache. Wie viel Cashflow haben wir eigentlich? 1,5 Millionen. Guten Morgen, liebe Sorgen, Alter. Nicht schlecht. Guckt euch das an. Das ist mal ein dicker, fetter Cashflow. Wie sieht es eigentlich mit der Produktion aus? 417 Tonnen Öl. Meine lieben Freunde. Nicht schlecht. Ich betone, ich bin bei einem Steuersatz von 9% und habe trotzdem diese gigantischen Einnahmen. Aber gut, wir sind auch gerade beim Schulsystem sind wir auch gerade ein bisschen unterversorgt tatsächlich. Ich meine, man könnte jetzt natürlich auch mal die Kosten anheben, vielleicht für das ein oder andere. Dass wir vielleicht bei der Bildung die Qualität nochmal ein bisschen erhöhen, indem wir jetzt einfach die Kosten für die Bildung einfach mal hochdrehen. Bei Dienstleistungen. Wenn wir da jetzt eh schon Kapazitätsprobleme haben, Budget, wenn wir das Budget mal auf 110% einfach mal hochziehen, das zieht natürlich unsere Einnahmen ein bisschen runter, aber ich meine, Bildung kann man immer mal ein bisschen Gas geben, ne? Liebe Politiker, nehmt euch mal an mir ein Beispiel. Ich verspreche nicht ständig, dass ich das Bildungsbudget anhebe, sondern ich mache es tatsächlich auch mal. Ja, weil das ist ja immer diese populistische Forderung. Mehr Geld für die Bildung. Wir müssen es von den Reichen nehmen und in die Bildung investieren. Spoiler-Alarm, es wird sowieso immer von allen mehr genommen, aber in die Bildung fließt kein einziger zusätzlicher Cent. Nie fließt in die Bildung irgendein einziger zusätzlicher Cent. Oder in die Digitalisierung. Digitalisierung, Egal. Genau. Ich bin schon wieder am Ausrasten. Es tut mir leid. Ich mach mal hier jetzt noch Straßen. Guck mal, das passt hier nämlich genau dran. Der absolute Wahnsinn. So habe ich das gewollt, so habe ich das geplant und so mache ich es auch. Try to stay off the streets, sagt sie. Die soll sich mal nicht so haben. Ist wieder irgendwas mit Straßenverkehr anscheinend. So, das machen wir mal genau so. Bus oder Tram dahin. Ja, das müssen wir machen. Machen wir auch noch. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Erstmal speichern nochmal, weil wir haben jetzt dieses schöne Straßenmuster jetzt gemacht. Das möchte ich gerne erhalten tatsächlich. Und dann würde ich gerne noch gucken, ob wir vielleicht doch noch ein College da dahinstellen noch. Ja, das müsste man vielleicht, wenn dann, eher hierhin noch bauen oder vielleicht an eine Nebenstraße hier drüben noch. Aber ich meine, die Colleges sind eh nicht voll. Die Grundschulen sind halt voll. Alter, die ist auch schon direkt fast halb voll, ey. Guckt euch das an.
Und das, obwohl da nicht mal ein Bus ist. Vielleicht noch eine zweite Grundschule direkt gegenüber. Also Schulen sind halt irgendwie schon echt nachgefragt, ja. Das muss man einfach wirklich mal sagen, ey. Vielleicht müssten wir hier bei der Uni noch mal eine Grundschule daneben stellen. Da ist ja auch eine sehr hohe Nachfrage. Das ist schon ganz schön heftig. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es so eine schlaue Idee ist, jetzt hier direkt wieder eine dichte Dichte zu machen. Ich glaube, wir machen erstmal die Buslinie. Genau, Bar-Bar-Busstation. Also, den können wir jetzt nur auf einer Seite machen, weil wir ja eine Einbahnstraße haben. Wenn wir die auf die andere Seite machen, dann funktionieren die nicht. Hier können wir theoretisch zwei nebeneinander machen. Wir machen mal bei allen Schulen, die wir jetzt hier haben, Busstationen und möglichst auch in die Richtung, die wir da haben. Da kann man noch mal eine hinmachen. Das ist eine ganz gute Stelle eigentlich. Alter, was haben wir denn hier für ein Verkehrschaos schon wieder, ey? Junge, Junge, Junge. So, warte mal, wie kommen die da eigentlich hin? Warte mal, wenn wir jetzt hier so einen Kreisverkehr haben, das geht ja dann hier rein. Kommt dann von hier hinten, wie es aussieht. Ja, genau. Das Ganze ein bisschen abstrahieren sozusagen, ja. Das ist nicht so einfach. Machen wir es doch vielleicht mal hier noch. Hier fehlen ja generell auch Busse, sehe ich gerade. Ich glaube, das ist schon mal ja nicht schlecht. Ich verstehe zwar nicht ganz, warum er da so komisch fährt, aber okay, wird hoffentlich seinen Sinn haben, schätze ich mal. Also die andere Richtung quasi, ne? So. So. Autosaves, auch gut. Muss auch mal sein. Ja, und dann wieder hier über die Linie einfach zurück. So. Hier, ne? Ja, genau. Okay, das lassen wir jetzt einfach so. Haben wir eine große Linie und eine etwas kleinere und dann sollen sie halt umsteigen. Dann sollen sie halt Kuchen essen. So, jetzt hier speichern. Schön speichern immer. Nicht vergessen. Ist wichtig. Gut. Wir haben eine Linie. Nice. Also zwei eigentlich. Linienplanung ist durchaus komplex. Ja. So ist das. Haben wir genug Busse, ist die Frage. Warte mal, wo ist mein Busdepot nochmal? Mein Busdepot ist hier hinten. 55 von 55. Ach du meine Güte. Es kann sein, dass wir da sogar noch mal eins bauen müssen demnächst. Weil sonst kann es sein, dass er hier meckert, dass er nicht genug Busse hat. Aber noch scheint es zu gehen erstmal. Wie sieht denn eigentlich die Auslastung bei den Bussen aus? Oh, guck mal. Wir haben tatsächlich mal eine Auslastung bei Linie 1 und Linie 2 von, naja, immerhin über 30%. Ja, die hier sind jetzt natürlich noch nicht ausgelastet, weil ist ja noch nicht wirklich am Laufen bisher. Beim Zug immerhin auch mal 10%. Aber bei der hohen Bevölkerungsdichte ist das eigentlich schon ganz schön wenig. Straßenbahnnutzung ist immerhin auch mal bei 20 und 33%. Um die 20% kannst du eigentlich sagen. Das hier sind Ausreißer nach oben. Und wie sieht es beim Schiff aus? Fracht. Nutzung 37% immerhin. Und beim Zug, ah nee, das ist der Zug. Genau. Zug, Güterverkehr 37% und, okay, Schiff noch nicht so viel tatsächlich. 3 und 1%. Aber gut, läuft auch noch nicht so lange mit dem Hafen, ne? Und wird ja langfristig vor allem auch dann den Unterschied machen, schätze ich mal. So, wie sieht's mit der Schule aus eigentlich? Die Schule. Alter, die Grundschule, schon wieder fast voll. Junge, Junge, Junge. Es ist schade, dass er bei den Linien nicht automatisch eine zufällige Farbe wählt. Ja, stimmt, also er macht immer die gleiche Farbe, ne? Das ist auch so ein Ding. Ja. Könnte auch ein bisschen schöner sein, tatsächlich, ja. Stimmt schon. Nice. Diese Parkhäuser sind übrigens sehr gut, diese unterirdischen. Die sind wirklich sehr gut. Die habe ich jetzt schon mal auch ein bisschen verteilt in der ganzen Stadt. Und die funktionieren sehr gut und unterbrechen den Verkehrsfluss auch nicht ganz so krass. Ah ja, war doch jetzt zu wenig, wa? Keine Fahrzeuge. Okay, warte mal. Können wir nicht einfach bei manchen Linien einfach mal ein paar Fahrzeuge wegnehmen? Bei manchen Linien kann man tatsächlich dann irgendwann nicht mehr wegnehmen, tatsächlich. Machen wir doch hier einfach mal 7. Und bei Linie 2, die zwar sehr hoch ausgelastet ist, machen wir jetzt aber einfach mal auch 7. Da muss ich jetzt nicht noch ein neues Busdepot bauen. Und hier bei der Linie, Alter, das sind 15 Fahrzeuge. Macht doch mal 11. 11 Fahrzeuge. Und bei Linie 2, bei Linie 4 meine ich. Alter, das sind 20. Kein Wunder, dass das nur so eine niedrige Auslastung hat. Linie 5. Da machen wir mal eins weniger. Und Linie 6.
Das ist okay mit vier Fahrzeugen, würde ich jetzt mal sagen. Das sieht doch ganz gut aus. Hat er noch Meckerei? Ist er noch am Meckern? Nee, jetzt ist er nicht mehr am Meckern. Jetzt sind hier die Staus noch, aber das Meckern ist weg. Sehr schön. Weil ich meine, wenn er eh nicht die hohe Auslastung hat, ja, dann braucht er das auch nicht. Was man nicht braucht, das braucht man nicht. Was wir nicht haben, brauchen wir nicht. So rum. Jetzt könnte man noch überlegen, noch ein paar mehr Parkhäuser noch zu verteilen auch. Weil da habe ich echt festgestellt, da kann man nicht genug haben, ehrlich gesagt. Es ist echt besser, wenn die Fahrzeuge nicht auf der Straße stehen. Weil, also was den Verkehrsfluss vor allem unterbricht, wenn die am Straßenrand parken, ist gar nicht so sehr, dass die da stehen, sondern die Tatsache, dass halt auch ab und zu mal einer ausparkt. Und dieses Ausparken auf einer engen Straße, die sowieso schon voll ist, führt halt dazu, dass die sich dann gegenseitig ausbremsen und das führt dann halt zum Stau. Gerade auf so einer langen Straße. Deswegen ist es schon ziemlich schlau, dass man erstens erzwingt, dass sie nicht am Straßenrand parken, indem man einfach diese Bäume platziert oder halt generell irgendwas am Straßenrand. Ja, wenn man die Baumreihen hier platziert, dann können die da nicht mehr parken. Dann können sie schon mal nicht mehr ausparken, wenn sie nicht mehr parken können. Da muss man ihnen natürlich eine Alternative bieten, weil sonst können sie ja da nicht mehr wirklich was machen. Das heißt, da braucht man dann diese Parkhäuser und da bietet es sich dann an, nochmal gezeigt, mit einer Einbahnstraße zu arbeiten tatsächlich. Und zwar mach das jetzt mal hier an der Stelle und opfer jetzt mal hier vielleicht das ein oder andere Haus dafür. Wenn man das jetzt so macht. Erstmal natürlich schauen, dass man die Einbahnstraße so baut, dass da noch das Parkhaus auch hinpasst tatsächlich. Also hier müssen wir vielleicht einen kleinen Knick machen, so ein bisschen. Man kann es auch ohne Einbahnstraße machen. Man kann theoretisch auch einfach das so machen. Wenn man jetzt keinen Platz hat für eine Einbahnstraße, die durchgängig ist, macht man einfach so eine Nebenstraße, dass sie da im Kreis fahren können halt. Das geht auch. Ist wahrscheinlich sogar noch besser in der Situation, die wir hier jetzt haben. So, und dann macht man hier das, das unterirdische Parkhaus, genau. Und das kann man jetzt hier. Oh, da müssen wir nicht mal was abreißen. Guck mal. Haben wir ein Parkhaus noch gebaut? Haben sie Parkfläche zur Verfügung? Weil wir Schweine sind, drehen wir gleich noch den Preis ein bisschen nach oben auf 12 Cent. Genau, und dann läuft das tatsächlich, meine lieben Freunde. Nicht schlecht. Bin bei größerem Städtchen mit 21.000 Einwohnern. Das reicht noch nicht. Nein, das reicht noch lange nicht. Mehr, meine lieben Freunde, mehr. Nicht schlecht. Euch wird vielleicht auch aufgefallen sein, dass ich noch keine einzige Wohnzone wieder gebaut habe, obwohl ich eine hohe Nachfrage habe. Der Wahnsinn hat Methode. Ich will mal ein bisschen das Wachstum jetzt mal einbremsen. Weil ich glaube nämlich, wir haben da ein bisschen. Wir sind da ein bisschen krass dabei, was das angeht. So, ich mache jetzt hier vorne noch einen Park. Genau. Und dann macht man jetzt hier mal noch mal ein bisschen hohe Dichte. Zum Thema Wachstum einbremsen und so, ne? Aber nicht komplett die ganze Länge, sondern mal nur hier vorne so. Bis hierhin. Und hier können wir dann mal ein bisschen eine niedrigere Zonendichte machen. Oder vielleicht tatsächlich mal Gewerbe. Wobei die ja die letzten paar Male das Gewerbe gar nicht bauen wollten irgendwie, weil, keine Ahnung. Weil Gründe. Ich habe auch kaum Verkehr. Ich habe für die Ausbildung sehr viel Kapazität, sehr viele Berechtigte, aber kaum jemand will in die Schule. Ja, das habe ich auch. Ich glaube, das ist ein Fehler tatsächlich momentan. Das kann eigentlich nicht sein. Also gerade mir fällt es bei zwei Schultypen, oder eigentlich bei zwei. Mir fällt es vor allem auf beim College. Da ist es richtig schlimm. Da hast du teilweise Überkapazitäten ohne Ende. Oder selbst wenn du keine Überkapazitäten hast, selbst wenn das nicht ausreicht, was du hast, gehen sie trotzdem nicht ins College, obwohl Verkehrsanbindungen vorhanden sind. Und bei der Uni. Da habe ich das auch. Da habe ich eigentlich auch nicht genug Kapazität. Aber trotzdem gehen sie da nicht hin. Warum auch immer, obwohl die berechtigt sind. Vielleicht haben sie keinen Anreiz. Das ist so meine Form. Vielleicht gibt es irgendwie noch so eine Möglichkeit, denen einen Anreiz zu geben. Aber eigentlich, Arbeitskräftenachfrage ist eigentlich da. Mit hoher Qualifikation. Und das ist ja eigentlich College oder Uni. Das heißt, da gibt es sogar eine Arbeitskräftenachfrage. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Da fehlt so ein bisschen so eine Verordnung vielleicht, dass man irgendwie denen sagen kann, macht mehr Bildung oder so. Berechtigt heißt nicht müssen. Ja, aber wenn es doch offene Stellen gibt im gut ausgebildeten Bereich, vielleicht liegt es auch daran, dass die hier vielleicht einfach nicht hinkommen. Das könnte natürlich auch sein. Wie sieht es denn da mit den Linien aus?
Ja, das könnte sogar der Grund sein, vielleicht, weil es fällt schon auf, dass die Buslinien ja hier enden. Und das ist auch der Bereich, wo es keine Nachfrage nach Arbeitskräften gibt. Hier wiederum ist eine Nachfrage nach Arbeitskräften, aber es sind auch keine Buslinien. Vielleicht ist es tatsächlich das. Aber ja, das können wir ja nochmal aufklären. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal die Bildungskapazität erhöht. Wir haben die Müllverarbeitungskapazität erhöht. Wie sieht es da jetzt eigentlich aus? Ja, ist schon besser geworden auf jeden Fall. Ist noch nicht optimal, aber wir haben zumindest keine Warnungen mehr. Und wir haben, ja, wir haben jetzt so ein paar Problemchen einfach gelöst. Verkehr auch ein bisschen noch, ne? Auch ganz wichtig. Bezirke wären gegebenenfalls eine Idee. Na, wir haben ja schon Bezirke auch. Aber ja, wir haben jetzt nicht konkret eine Schule zu einem Bezirk zugewiesen. Das haben wir nicht gemacht. Aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Angebots- und Nachfrageproblem ist und dass die einfach keinen Anreiz haben. Weil bei anderen Schulen, das ist halt der Punkt, bei den Grundschulen, da füllen sie die ja. Egal, wo die stehen. Das ist also unabhängig vom Distrikt. Das heißt, da finden die schon irgendwie ihre Grundschule, wo sie wollen. Nur bei den anderen Schulen machen sie es irgendwie nicht. Und an dieser Stelle endet diese Folge City Skylines 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu City Skylines 2, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen, damit es für euch nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das ist eine sehr coole Möglichkeit, um meinen Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.